Damals habe ich noch YouTube selbst gemacht, ohne Cutter, ohne Team hinter mir, ohne alles. Ich habe alles selber gemacht. Und das gucken wir jetzt mal an. 2800 Euro im Monat nur für Bodybuilding. Wie viel kostet eine Wettkampfvorbereitung? Contest Prep. Let's go mit dem letzten Video. Junge, da bin ich ja noch frisch und knackig in der Prep. Trotzdem haben wir da mit 24.000 Klicks erreicht. Geil. So, Freunde, let's go. Guten Morgen, Gnaden, dzień dobry. Der Spruch war aber immer derselbe in meiner damaligen alten Wohnung, Alter. Geil. Das Video wurde gefilmt mit Stativ und iPhone 11 Pro. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Heute geht es. Damals hieß ich auch noch auf Instagram hier WNXXL. Ja. XXL, ihr wisst warum XXL, ne? So, Friends, weiter geht's. Um das Thema Wettkampfvorbereitung. Wie viel kostet eine Wettkampfvorbereitung im Monat? Und dann habe ich euch noch ausgerechnet, wie viel die Wettkampfvorbereitung gesamt für die ganze. Da hatte ich auch noch so einen hellen Bart, Alter. Junge, ich bin in 2 Jahren 60 Jahre gealtert. Prep kosten wird. Das sind alles Durchschnittswerte, die ich ungefähr ausgerechnet habe. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich spreche von Jungs, die ich kenne aus der Szene und weiß ungefähr, wie viel der ganze Spaß kostet. Was ich mit dem Video aussagen will, beziehungsweise ich möchte euch einfach nur die Augen öffnen, wie viel dieser Sport eigentlich kostet und wie wenig man dafür eigentlich bekommt. Man bekommt nämlich so gut wie gar nichts. Man bekommt für einen Wettkampf am Ende, wenn es hochkommt, ein Beutel Eiweiß Ein Beutel Eiweiß, Freunde. und eine Plastikmedaille. Und eine Plastikmedaille, habt's gehört. Fangen wir ganz vorne an. Erster Punkt, Gym-Mitgliedschaft. Junge, ich habe nichts ausgelassen. Ich habe mir sogar Notizen gemacht, Freunde. Es gibt Discounter-Gyms, da zahlt ihr im Schnitt. Junge, was ist los, Alter? Fitnessstudio. Gyms. Das habe ich ja voll vergessen. Da zahlt ihr im Schnitt. Junge, was ist los, Alter? Fitnessstudio. Da gibt es Ketten, wo man 15 bis 20 Euro zahlt. Natürlich gibt es aber auch Familien-Gyms, so wie ich es eigentlich gehe, in ein Hardcore-Gym. Die Oberarme sind jetzt noch besser, aber diese Perspektive hier, die macht meinen Oberarm immer schmal. Freunde, ihr dürft nicht vergessen, damals bin ich noch ganz normal zur Arbeit gegangen, habe die ganze Scheiße selber gemacht, nebenbei, hobbymäßig. Just for fun. Kein Cent damit verdient. Das hat unnormal viel Zeit und Anspruch. Ich habe das Video auch am iPhone geschnitten, weiß ich noch. Mit dem iPhone gefilmt, mit dem iPhone geschnitten und mit dem iPhone hochgeladen. Da zahlt man zwischen 30 bis sogar 50 Euro. Ich gehe immer vom Durchschnittswert aus, nehmen wir für die Gym-Mitgliedschaft. Und damals die Berechnung damals können wir nicht mit der aktuellen Situation vergleichen, weil jetzt mittlerweile ja alles viel teurer geworden ist, ne? Das darf man nicht vergessen. 30 Euro im Monat. Jetzt kommen wir zu dem fast teuersten Punkt. Ich sage fast, warum, werdet ihr gleich sehen. Und zwar die Ernährung, Essen, Nutrition. Da bin ich auf ungefähr einen Wert gekommen von 450 Euro im Monat. Das sind ungefähr 15 Euro am Tag. Wie ich das errechnet habe, man ist ungefähr, zudem muss ich anmerken, in der Wettkampfvorbereitung setzt man auf hochwertige Nahrungsmittel. Man benutzt jetzt keine Proteinquellen aus Magerquark oder Hüttenkäse. Natürlich wird es da auch einige geben, die das so machen. Zum Beispiel Leute, die sich das nicht leisten können. Ich selber kenne das auch. Krass, Memaholika, du hast das Video damals schon gesehen. Das ist heftig. Ich hatte meinen ersten Wettkampf bestritten, da war ich noch in der Ausbildung. Und da musste ich gucken, wo kriege ich mein Fleisch am günstigsten her, wo gibt es die Angebote. Da gab es diese App, Kauf da. Da habe ich mich. Ich habe immer mit Kauf da App bestellt, gekauft. Immer. Kennt ihr diese App? Da gibt es immer Prospekte. Und es gab immer Chicken im Angebot. In irgendeinem Discounter gab es immer Chicken im Angebot. Für 20, 30% rabattiert. Immer. Jede Woche Ich habe woanders. mal schön die Prospekte durchgeguckt und geschaut, wo gibt es Hähnchenbrust 400 Gramm für 1,99. Ey, überlegt mal. Die gab es für 1,99. Jetzt zahlen wir 4,99, Digga. Krank. So war das damals. Heutzutage Mehr als das Doppelte, Alter. ist es bei mir anders. Ich setze da wirklich auf Qualität. Ich gehe zum Metzger des Vertrauens, zum Türken des Vertrauens und hole mir mein Zum Türken des Vertrauens, geil, Alter. Fleisch von der Theke. Da kommen wir auf ungefähr 800 Gramm Fleisch am Tag, was völlig realistisch ist bei allem. Und ich rede jetzt von einer Vorbereitung für einen Bodybuilder in der Gewichtsklasse bis 100 Kilo. Zwischen 80, 90, 100 Kilo.
Ein Männer-5-Athlet, ein Superschwergewichts-Bodybuilder, der hat natürlich viel höhere Mengen, viel größere Ausgaben. Auch was Stoff angeht, ne? Also, sind wir bei ungefähr 600 Gramm Hähnchen. Ja, Mann, das war das beste Video, das erste Cheat Day. Brust am Tag liegen wir bei ungefähr 5 Euro. 200 Gramm Rind, das gibt es jetzt bei jedem Tag, reden wir von 4 Euro. Gyno Goblin abonniert mit Prime. Was ist das denn wieder für ein Drecksname, Junge? Eier und Eiklar, ungefähr 3 Euro am Tag. Gemüse liegen wir bei 2 Euro. Gemüse isst man in der Wettkampfvorbereitung natürlich auch immer mehr. Je länger die Vorbereitung andauert, umso mehr Gemüse isst man, weil die... Ich sah so fresh aus damals, Alter. Ich bin einfach so alt geworden, ja. Freunde, was soll ich machen, ja? Voll der Scheiß. Kohlenhydrate gestrichen werden und man halt auch einfach auch Volumen haben. Man möchte ja kein... voller Sprachfehler. Trockenes Fleisch ohne alles essen. Dann kommen wir zu den Carbs. Kohlenhydrate, das ist ungefähr das günstigste, da kommen wir ungefähr auf 1 Euro am Tag und somit ergibt sich die Summe von 15 Euro am Tag. Dazu, ihr kennt... Aber selbst da war der Übergang schon fresh, ne, von meinem syrischen, kurdischen Friseur. Der wusste, wie man den Übergang macht. Selbst vor 2 Jahren hatte ich besseren Übergang als die ganzen Evo-Jungs in 2022. Selbst, ich habe es wieder leer getrunken, Zero-Getränke, Wasser und Zero-Getränke, liegen wir bei ungefähr 2 bis 3 Euro am Tag. Ich habe jetzt den Durchschnitt ausgerichtet von 50 Euro im Monat für Getränke. Und somit ergibt sich der Wert von 450 Euro im Monat. Warum blende ich das denn nicht ein, Alter? Für Essen, 50 fürs Trinken. Warum habe ich das denn nicht eingeblendet? Was soll die Scheiße? Nächster Punkt. Supplements. Push or die, danke dir fürs Prime-Abo, Digi. Da habe ich zum Beispiel das Glück, dass ich von Sinop gesponsert werde und so gut wie gar nichts im Monat für die Supplements. Liebe Grüße an Blackline Sinop, mein allererster Sponsor. War eine geile Zeit. Supplements ausgebe. Natürlich gibt es da noch ein paar Supplements, die wir nicht in der Produktpalette haben. Das sind mehr so Leber- und Nierengesundheitssupplements. Die bestelle ich mir noch selber. Aber zum größten Teil gebe ich kein Geld für Subs aus, da ich gesponsert werde. Die meisten Athleten jedoch haben gar keinen Sponsor, vor allem im Amateurbereich. Und da bin ich auf einen ungefähren Wert von 190 Euro im Monat. Boah, Junge, 190 damals, das wäre heutzutage ein Traum. Man ist jetzt locker bei 300 Euro. Reine Supplements gekommen. Wie ich dazu gekommen bin, wir liegen bei ungefähr 2 Kilo Whey im Monat. Und ja, da hast du gut aufgepasst, aber das war kein richtiges Sponsoring. Das war eher so, hier, ich schicke dir alle zwei, drei Monate ein Paket mit Supplements. Aber das war kein richtiges Sponsoring. Das war sogar BSN. No Explode, die Marke. Den Booster kennt wahrscheinlich jeder, ja. Oder Isolat, sind wir bei 35 Euro. Ein gutes EAA liegen wir im Durchschnitt bei 30 Euro. Omega-3-Fettsäuren, 15 Euro. Kreatin, 5 bis 10 Euro im Monat. Clusterdextrin, 20 Euro. Nutzen sehr, sehr viele. Ich persönlich. Junge, die Supplementpreise sind in den letzten 2 Jahren so gestiegen, Digga. Persönlich nutze es auch. Vitamine etc. kommen wir auf 50 Euro im Monat. Und wie angesprochen, Leber, Nieren-Subs gehört eigentlich auch zu den Vitaminen, würde ich sagen. Sind wir bei 30. Re-Razer 82, du bist auch so ein Richtiger, der unter die YouTube-Videos immer so eine Scheiße kommentiert, ne? Das passt richtig zu dir, Alter. So habe ich dich auch jetzt hier eingeschätzt, nach diesem Kommentar im Chat. Mensch, keine Ahnung, Digga. Ob es 50, 60, 70 Euro waren, ich sag ja, ich gehe immer so vom Durchschnittswert aus. 50 Euro und so ergibt sich die Summe von 190 Euro im Monat, nur für Supplements. Nächster Punkt, ganz wichtiger Punkt. Nehm doch direkt Taschenrechner mit und rechne hier noch mit, ob ich alles richtig sage in dem Video, wenn es dich glücklich macht. Wer viel trainiert, muss sich auch ausreichend regenerieren und da führt... Sind das Supplementpreise, wo die Mauer noch stand oder wie? Nein, das waren tatsächlich Preise von vor 2 Jahren. Das Video habe ich aufgenommen 2020 im Sommer. Kein Weg dran vorbei als zum Physiotherapeuten. Das Interessante kommt gleich noch, nämlich die Stoffaufstellung, Freunde. Ich habe jetzt einfach mal 2 Sitzungen im Monat aufgeschrieben. Da unterscheiden sich auch die Preise. Ich bin jetzt vom Durchschnittspreis von 60 Euro pro Sitzung ausgegangen. So kommen wir auf die Summe von 120 Euro im Monat für den Physiotherapeuten. Jetzt ein Punkt, der meiner Meinung nach auch die größte Preisspanne hat, nämlich einen Coach. Ich rate es wirklich jedem ans Herz zu legen, wer sich für einen Wettkampf vorbereiten möchte, sucht euch einen anständigen, vernünftigen Coach.
Guckt natürlich da auch auf den Preis. Es gibt viele überteuerte Preise. Vor allem sind das die Influencer-Coaches, sage ich mal, die eine hohe Reichweite haben. Die meinen, die können dann auch den Preis ganz hoch ansetzen, obwohl das völliger Schwachsinn ist. Je mehr Athleten ein Coach hat, glaubt mir, und je mehr Follower er hat, umso schlechter macht er seine Arbeit. Die meisten Pläne sind einfach nur Copy-Paste. Das stimmt auch, Freunde, ja. Ganz, ganz, oh, ich weiß auch vieles, oh, ganz ekelhaft, was manche Leute machen, ja. Ich will den am liebsten leaken, aber ich will niemanden durch den Dreck ziehen. Es gibt einen Typen, Digga, der ist IFBB Pro und verkauft einfach die Pläne von Stefan Kienzel, Alter. Und das ging mir damals so auf den Sack, dass ich Stefan sogar angeschrieben habe, weil damals war ich noch bei Stefan, habe da Stefan gesagt, ich sage, hey, guck mal hier, hier schneidet einfach einer deine Dinger aus und verkauft die und bietet das als Coaching an. Und der Typ ist auch völlig durch. Der war selbst, glaube ich, bei Stefan im Coaching. Ich bin mir nicht sicher, ja. Und das ist komplette Verarsche. Nein, ich glaube auch nicht, dass jemand aus dem Chat da hingehen würde. Der Typ hat eh einen am Sender. Voll einen am Wörsing, Alter. Richtiger Gyno-Goblin eben, ja. Wie, Stefan hat krass reagiert. Ich dachte, er fuckt sich mies ab. Er hat gesagt, ja krass, danke, du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Ich weiß das bereits. Wenn er damit glücklich ist, soll er es machen. Heftig, ne? Ja, kann kein guter Plan sein, weil... Kann kein guter Plan sein, weil das ist ja gar nicht individuell, ne? Der schickt da einfach irgendwelche Pläne, die der von Stefan bekommen hat, an die anderen Leute raus. Das ist völliger Bullshit, Alter. Wie fängt der erste Buchstabe an? Z. Nein, Spaß, sag ich. Ich sag, ich werde nicht leaken. Wofür? Bringt doch gar nichts. Da ist die Preisspanne von 50 bis zu sogar 800 Euro im Monat. Es gibt Coaches wie Dennis James, Patrick Tour, Milos Sarchev. Das sind jetzt einige Namen, die wirklich, wo die Preise wirklich hoch sind. Aber von denen gehen wir jetzt nicht aus. Ich rede jetzt von Coaches, die ungefähr in Deutschland leben. Und da liegt der Preis zwischen 100 und 300 Euro im Monat. Wir nehmen den Durchschnittswert von 150 Euro im Monat. Jetzt. Freunde, ich weiß, wenn ich sage 800 Euro, Coaches bis zu 800 Euro und der Durchschnittswert 150 ist, ja, das ist jetzt, weil es gibt vielleicht ein oder zwei Coaches, die 800 Euro kosten. So. Durchschnitt ist immer noch, denke ich, okay, jetzt der heutige Durchschnittswert werden, denke ich, 250 Euro pro Monat sein für Coaching. Sogar eventuell 300 im Monat. Auch einer der teuersten Punkte, nämlich Supersatz. Steroids, Roids, Joghurt, nennt es wie es wollt. Da kommen wir. Ich werde den Stack jetzt nicht nennen. Die ich sehe da anders aus, weil da war ich in Wettkampfvorbereitung und jünger. Und der Bart war viel kürzer. Das macht bei mir sehr, sehr viel aus. Und halt die Prep, ne? Ich hatte Diätgesicht. Die Wettkämpfe bestreiten oder die sich mit der Thematik auskennen, die wissen ungefähr... So, jetzt kommen wir zum interessanten Part, Freunde. ...was konsumiert wird. Ich habe jetzt hier ungefähr so ein Master-Stack zusammengestellt und da kommen wir mit Injects und Orals auf ungefähr 300 Euro im Monat. Jetzt liegen wir bei diesen ganzen Sachen zusammengerechnet, ja, was jetzt völlig realistisch ist und nicht überteuert, nicht überzogen. Ich denke, jeder Wettkampfathlet kommt auf diese Summe. Ich sehe immer freundlich aus, was ist los mit dir? Mehr, weniger... liegen wir bei 1.300 Euro im Monat, nur für eine Wettkampfvorbereitung, monatlich. 1,3 im Monat, Digga. Und jetzt kommt der ausschlaggebende Punkt. Ohne HGH, ohne Growth Hormone. Mit HGH, jetzt passt auf, haltet euch fest, liegt es zwischen 600 Euro bei minimalster Dosierung bis zu 2.000 Euro höher pro Monat. Das heißt, ihr kommt auf einen Durchschnittswert mit HGH von 2.500 bis 2.800 Euro im Monat für die Wettkampfvorbereitung. Eine Vorbereitung dauert im Schnitt 16 Wochen. Dann sind wir mit HGH bei ungefähr 11.500 Euro. Für ohne Anmeldegebühren und die ganze Scheiße, ne? Das kommt ja noch dazu. Re-Razer, danke dir fürs Prime-Abo, Digi. Für die 16 Wochen und ohne HGH bei 5.200 Euro. Ich schwör's dir, ich glaube, nach dem Video haben so einige ihre Wettkampfprep abgebrochen. Oder hat gar keinen Bock mehr.
Jetzt kommen wir noch zu den Extrakosten, die auf einen zukommen. Das sind Gebühren, Wettkampfgebühren, Wettkampffarbe und. Anreise, Hotel, Unterkunft. Wenn ihr regional startet, national, zum Beispiel eine NRW-Meisterschaft, dann liegt der Beitrag für eine Meisterschaft bei 50 Euro. Bei einem Pro-Qualifier, selbst innerhalb des Landes in Deutschland, liegt ihr bei 250 Euro pro Teilnahme. Mittlerweile wurden die Preise sogar angehoben auf 280 Euro. Zudem müsst ihr für die NPC zum Beispiel... Ich schwör's dir, Hintergrundmusik, Tom, Digga, ich habe von YouTube einfach copy-free, was habe ich eingegeben? Copy-free, copyright-free Background-Music, habe das einfach runtergeladen und immer hinter meine Videos geklatscht. Ich hatte gar keine Ahnung, aber ich habe es selbst gemacht, Digga, alles mit iPhone. Ein Jahresbeitrag zahlen, der liegt bei ungefähr 50 Euro im Jahr. Wettkampffarbe, pro Wettkampf gehen 1 bis 2 Flaschen drauf, da bin ich ungefähr auf einen Wert von 30 Euro gekommen. Ihr braucht den Posing-Slip, der kostet nochmal 50 Euro. Bei Bikini-Mädels liegt der Bikini bei 5, 6, 700 Euro. Das ist auch schon eine hohe Summe. Wobei die natürlich bei den anderen Substanzen sparen, weil die meistens nicht konsumiert werden. Dann haben wir eine Anreise. Die liegt bei 100 bis 500 Euro. Startet ihr innerhalb von Deutschland, tankt ihr euren Wagen oder holt euch eine Zugkarte, seid ihr bei ungefähr 100 Euro. Fahrt ihr mit dem Auto ins Ausland oder fliegt oder Zug, seid ihr bei bis zu 500 Euro. Hotel und Unterkunft, wie ihr wisst, ist die Waage meistens 1-2 Tage vor der Show. Das heißt, ihr müsst früher anreisen. Hab morgen Tischtennisspiel, hab morgen Schach. Da liegen wir auch bei Hotelkosten zwischen 2 bis 500 Euro. Das heißt, ihr habt für... Nein, aber beispielsweise du wohnst in Hamburg und hast deinen Wettkampf in München. Dann musst du schon definitiv ordentlich fahren, ne, und dein Auto tanken. Einen Wettkampf international um die Kosten zwischen 900 und 1000. Ja, ich weiß, die Zahlen sind etwas verwirrt hier alles und ich finde es auch scheiße, dass ich damals hier keine Kostenaufstellung gemacht habe. Das ist natürlich richtig schade, hätte ich mal hier so eine Kostenaufstellung gemacht, das wäre nice. Haben wir hier leider nicht. Aber so im Großen und Ganzen wollte ich euch nur mitteilen, wie teuer das Ganze ist. Ne? Euro. Bei einem Wettkampf national... Es geht ja ungefähr um die Gesamtsumme dann im Monat. Habt ihr Kosten von 400 Euro. Weg mit den Notizen. Boah, Junge, wie ein Löwe habe ich Handy weg. Das alles könnte ich mir im Kopf niemals merken. Nee. Was ich euch damit sagen will, ich möchte... Jetzt bitte aufpassen, Freunde. Jetzt kommt das Fazit. Ich möchte euch einfach nur mal die Augen öffnen, damit ihr wisst, wie teuer der Spaß ist und dass ihr am Ende nichts dafür bekommt. Ihr bekommt einen Handschlag, einen Beutel... Voll schnell, Hände drauf. Bleiweiß. Und eine Plastikmedaille, wenn überhaupt. Wenn ihr erstmal gewinnen solltet. Warum ich dieses Video gemacht habe? Was für ein Kampf. Viele von euch sind ambitionierte Sportler. Viele von euch möchten auf die Bühne. Und ich möchte euch einfach davor schützen, dass ihr euch in die Verschuldung reingerät. Viele verschulden sich dadurch oder kommen auf den vom geraden Weg ab und machen krumme Dinge. Lasst es sein. Lasst es euch vorher durch den Kopf gehen, ob ihr euch das überhaupt alles leisten könnt. Und dann könnt ihr überhaupt mit dem Gedanken spielen, mal auf einen Wettkampf, mal auf die Bühne zu gehen. Und das sind wirklich...